Hey Leute, welcome back! Ja, zum Start, gleich fertig. Optimal. So, was gibt es Neues? Tja, da schauen wir doch gleich mal, was es Neues gibt, Freunde. Und zwar... Wir haben uns ein Wildschwein gefangen. Mit den roten Pilzen kann man sie füttern. Dann werden sie zutraulicher. Und man lockt es einfach, wenn man es... Wenn man es angreift oder einfach nur hinläuft. Na, ah, sehr gut. Ja, es hat den Pilz wieder gegessen. Schauen, wie viel Prozent hat es denn schon? Ich rede gleich weiter, Freunde. 30 Prozent. Ja, wenn man hingeht, verfolgt das einen ja. Dann habe ich es hier in das Gate gelockt, reingerennt, Tür zu. Schnell raus, Tür zu natürlich. Und dann mit dem Pilz gefüttert und hier sieht man schon das Herzchen aufsteigen. Und bei 100% soll es anscheinend warm sein, was natürlich ziemlich geil wäre. Denn wenn man zwei Wildschweine hat, die vermehren sich dann. Und das wäre in der Tat nicht verkehrt, weil wir brauchen von denen Schnipseln leider jede Menge. Und pro Wildschwein bekommt man ja nur eins, weil wie ihr seht, natürlich wieder, habe ich jetzt 17... Sprich, bald haben wir es geschafft hier. 20 Stück brauchen wir. Aber jetzt werden wir erstmal hier... Give me the wood. So, so. Unsere Palisadenwand. Schwebt jetzt hier alles, oder? Ja, gut. So... Palisade, dann ja, jetzt will es wieder nicht. Das 4 Stein kostet das. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so teuer ist. Ja, komm schon, ich weiß, dass ich zu viel trage, aber... Schwebt das jetzt alles hier, oder? Ja, tut es tatsächlich. Ja, wieso kann ich... Achso, jetzt bin ich erschöpft. Nee, du stellst dich aber auch an, Alter. So, jetzt passt es hier wieder. So, dann nehmen wir einmal das Holz und klatschen jetzt hier unsere Palisade hin. Wir gucken. Nein, nicht das hier. Das große Tor. Zack. Zack. Dann hier einmal noch Boden erhöhen. Und jetzt da drüben noch ran. Jetzt ist es wieder zu hoch. Hm.
Mal. So, nein, so wollte ich das jetzt nicht haben. So. Weil das jetzt irgendwie immer noch nicht sonderlich gut ausschaut, wenn ihr mich fragt. Wenn ich so hinbaue, ist es zwar zu, aber... Ja, gut. Leute, ich würde sagen, das kann man lassen. So, fertig. Zeit ist es geworden. Gut, den Stein und das Holz, das nehmen wir mal noch mit, würde ich sagen. Kohle haben wir hier drüben. Zack. Hunger haben wir auch schon wieder. So, was machen wir als nächstes? Wir bräuchten halt immer noch 3 Wildschweine, weil den Gegner hier machen wir definitiv noch, aber ich hätte da wirklich gern erst noch die bessere Ausrüstung. Jetzt schleichen sich die Teile hier auch schon rum vor meiner Hütte. Ich brauche ein Wildschwein. Und nicht so einen komischen Gecko. Laufen wir mal dahinter vielleicht. Ja, mein Schiffchen ist auch noch da. Und der Reh ist schon. Dann nehmen wir gleich noch ein bisschen Holz mit. Denn ich denke, das ganze Zeug wird auch wieder Holz ohne Ende kosten. Und dann habe ich mir noch überlegt, könnten wir noch so einen schicken Turm am Ende des Zauns bauen. Wo wir dann eine gute Aussicht über unser Gelände haben. So, danke vielmals. Hat hier. Oh, da sind Wildschweine. Mann, wenn es jetzt auch noch 3 gewesen wären, das wäre der Jackpot gewesen, Leute. Ja, es sind 3. Nein. Zweimal. Komm schon. Dreimal. Geil. Wow, 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 wow. Ja, gut, mit dem Troll legen wir uns vielleicht später nochmal an. Ja, Bären nehmen wir auch noch mit. Kann man nämlich auch nie genug haben. Auch wenn die nicht so viel bringen im Gegensatz zum Fleisch. Ich nehme zurzeit hier immer die Baumstämme, die hier einfach schon fertig da liegen. Ist das ein riesiger Baum da hinten? Nicht meine ganze Vegetation kaputt machen möchte. So, dann Tür auf. Das müssen wir ja auch mal alles noch ein bisschen verschönern, auf jeden Fall. So, einmal alles separieren bitte. Dann einmal Fleisch. Gut, das können wir dann hier eigentlich reinpacken. Und dann gucken wir mal, Freunde, was kostet mich das jetzt? Rehhaut, Lederschnipsel, Feuerstein. Grillt da Nixenschwanz. Ach, das kann man grillen. Ja, nice. Hab ich doch hier auch noch irgendwo. Wo? Hier. Ja, wenn man das grillen kann, dann machen wir das natürlich. So, jetzt sagt, ich brauche hier Lederhaut, die Schnipsel und Feuerstein. Und jetzt heißt's Tatsache. Hm.
Dann wollen wir mal gucken. Werkbank Stufe 3. Jetzt kann ich wahrscheinlich die Sachen auf 3 upgraden, aber ich kann jetzt erstmal nichts Neues mir herstellen, wenn ich hier richtig bin. Genau. Immer Knochen. Knochen und Rehhaut. Ja gut, dann müssen wir mal auf die Jagd gehen auf jeden Fall. Jetzt können wir mal nachgucken, was kostet mich jetzt das Stein und den Suttlingkern. Wow. Ein dickes Ding. Die Suttlingkerne habe ich ja auch schon, aber leider nicht genügend. Eine innere Hitze geht von dem Kern aus. Sieht man jetzt leider nicht, wo ich die her habe, aber ich bin mir ziemlich sicher. Aber das können wir eigentlich mal. Habe ich noch Steine? Ich habe alle verbraten, sonst hätte ich gesagt. Wenden wir gleich mal unsere Ausrüstung ein bisschen upgraden. Was hat denn der Helm jetzt? Rüstung 2. Danach hat er 4. Was ja prinzipiell nicht verkehrt wäre. Okay, das ja was. Rehhaut, Knochen. Knochen habe ich doch zu Genüge. Natürlich, wenn ich sie in meinem Ordnersystem irgendwann mal auch finde. So, dann grade mir doch mal mein Panzer ab. Meine Lederhosen. So, da bräuchte man eigentlich bloß noch den Helm. Meere. Umhang. Auch Meere. 10 Knochen habe ich noch. Zehrehaut, okay. Brauche ich das auf 4? Okay. Kann ich aber noch nicht. Ja gut, Freunde, dann heißt es jetzt mal wieder hier. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Achso, ist das fertig? Zack, zack. Wir hier wieder die Knochen. Die Rehhaut. Das hier. Das nehmen wir mal mit. Die Kohle kommt hier rein. Genauso wie das Harz. Gut, das an Essen sollte eigentlich reichen. Das hier hinpacken. Und dann würde ich sagen, werden wir als nächstes hier wieder rüber schippern, wo wir waren. Und die 2 Höhlen hier machen. Weil in der Höhle habe ich nämlich auch den Sittling bekommen, den ich brauche. So, vorher können wir hier noch einmal unseren Kumpel füttern. Kumpel, wie schaut's aus? Könntest du dich bitte mal umdrehen? Bist du dran? Scheint hungrig zu sein. 61%. Ja, würde ich ja gerne, aber wenn du vor der Tür stehst, geht es leider nicht, Bro. Ja, so über den Zaun schmeißen geht halt nicht, weil. Oh, es geht doch. Komm, dreh dich um. Schweini. Hinter dir liegt lecker Happy Happy. Ja, hervorragend. Nice. Ja gut, und hier würde ich dann wirklich einfach bloß noch hier mich schön mit den Treppen hier hochbauen. Jetzt könnten wir gerade, wenn wir
Unsere Rüstung haben wir schon ein bisschen verbessert. Wie schaut es denn eigentlich mit einer neuen Waffe aus? Was macht jetzt die Axt an Schaden? Achso, 4 Steine. Wie machen wir das? Nur schon am Anfang 15. Du hast 20. Gut, kommst nicht in Frage. Und der vierte haben wir auch nicht, das ist ja zwei Hände. Ich würde gerne blocken. Oh, und du hast auch 20. Ist dann der. Gut, hier brauchen wieder die Schnipsel. Und wir nehmen die Feuerstein, Axt und Grit. Okay, für jetzt können wir tatsächlich echt hier. Vier Stein. Ja gut, also 4 Stein sollten wir schnell gesammelt bekommen. Yep, haben wir ja auch schon. Und ich bin schon wieder hungrig. So, dann mach hier doch mal Stufe 3. Zack. 30 Schaden. Sagen. Knallt rein. Pfeile haben wir eigentlich genügend. Dann nehmen wir auch mal noch bessere mit. Genau, so, hier haben wir jetzt das Schild. Okay, das Schild wird zwar besser, aber. Genau. Einfach nur Rehhaut. Ach, stimmt, den Bogen könnten wir auch mal irgendwann noch machen. So, die Sonne geht bald unter. Dann würde ich sagen, jagen wir jetzt nur noch ein paar Rehe. Und morgen werden wir dann rüber, beziehungsweise ich werde offscreen rüber segeln. Und nehme euch dann auf jeden Fall mit, wenn wir die Höhlen. Okay. Immer die da machen. Könntet ihr mal stehen bleiben? Das wird mir die Sache ungemein erleichtern. Oh. Steht der da unten, wo ich nichts sehe? So, genau. Bleib einfach stehen. Alles ist gut, niemand will dich töten. Außer ich. Oh, ein nicer Treffer hier. Gleich zack, zack, zack. Geil. So, da hinten ist doch schon der nächste Kandidat. Wenn ich dich nicht sehe, wird es halt schwierig für mich. Jupp, Treffer versenkt. Der alte Sharpshooter. Danke dafür. Oh, da waren doch vorhin auch noch Rehe, wo wir lang gelaufen sind. Na, hier sind schon wieder Wildschweine. Geil. Gut, jetzt das Wildschwein zu mir. Ja, so. Gut, die Trophäe ist jetzt nicht so wichtig, aber
Wie viel Leben hat denn eigentlich so ein Koloss? Das geht ja. Vielleicht war es doch keine gute Idee, Freunde. Mal schnell Ding aktivieren. Eine Ausdauer. Nicht gut, nicht gut. Nein, toll. Oh ja. Fuck, gleich keine Ausdauer mehr. Wie sieht denn das da oben aus, Alter? Das ist mir noch nicht so richtig aufgefallen, Freunde. Ja, richtig brutal. Ja, was liegt hier? Ja, jetzt. Repier doch endlich. Ja, nice. Kann neue Sachen bauen. Geil. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den natürlich schon viel früher weggerotzt. Oh, wirklich episch, Alter, der Ausblick. So, dann gehen wir mal schnell heim hier in die Butze. Und schauen mal, was wir denn Neues bauen können. Ja, richtig geil gelaufen. Okay. Fallout haben wir jetzt 5. Warte. Die Hose, vergleichen wir mal. Die Hose hat 4 Rüstung. Du hast jetzt schon 6 Set. 4 Teile macht dich wesentlich hinterhältiger. Okay. Ja, das könnten wir uns vielleicht mal überlegen. Na, Trollhaut und Knochen. Haltbarkeit 500. Haltbarkeit 500. Macht es sonst irgendeinen Unterschied? Instandsetzungslevel 3. Ja, erstmal alles richten. Dann verteilen wir erstmal wieder unser Zeug. Münzen waren hier. War hier. Packe hier mal noch den alten Rollschädel rein. Hier rein. Jawohl, die Schnipsel packen wir auch hier rein. Hier liegt das ganze Zeug drin, das wir zum Bearbeiten brauchen. Perfekt.
Ja, gut, Freunde, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Würde ich mich natürlich freuen, wie immer. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Euer Stevie B. Ciao.